Hi, mein Name ist Steve Parker. Ich begrüße euch sehr, sehr herzlich zu einer weiteren Folge von Rank Rumble hier auf Super Funtime. Wir gehen mal wieder in den bewerteten Kampfmodus von Pokémon Alpha Saphir bzw. Omega Rubin. Ich weiß gar nicht, welche Version ich gerade spiele. Ich glaube Alpha Saphir. Nicht, dass es irgendwie Unterschiede geben würde in den Versionen. Wir haben mal wieder drei Pokémon mitgenommen, die ihr euch da draußen gewünscht habt. Und zwar sind das in diesem Fall Zoroark, Rihornio und Yanmega. Sehr, sehr schöne Picks von Dingen. Sachen, die man tatsächlich auch effektiv spielen kann. Das letzte Team war wirklich arg trollig, vor allen Dingen mit einem spezialoffensiven Cesurio. Das war nicht ganz das Gelbe vom Ei, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir mit diesen drei Pokémon heute was Cooles gerissen bekommen. Das Zoroark ist hier komplett physisch offensiv ausgelegt mit dem Schwertanzer als Boosting-Move und vielleicht können wir den Gegner mit der Illusion, mit der Fähigkeit Illusion so ein bisschen ein anderes Pokémon vorgaukeln, sodass er sich suboptimal verhält. Wir kriegen den Schwertanzer raus und dann vielleicht, aber auch nur vielleicht, kriegen wir die Gelegenheit, mit dem Ding sweepen zu können, denn die offensiven Fähigkeiten sind gar nicht mal so zu unterscheiden. Schätzen und nach dem Schwertanz wird das auf jeden Fall ein riesengroßer Fred. Rihornio hier als Double Dancer, also mit der Steinpolitur und dem Schwertanz. Da müssen wir einfach gucken, dass wir die Gelegenheit bekommen, eins von beiden auszubekommen. Wenn wir beides bekommen, dann ist schon fast GG, denn die offensiven Fähigkeiten auch hier sind extrem gut. Vor allen Dingen nach dem Schwertanz gibt es da relativ wenig Switch-Ins. Das Problem ist, dass Prioritätsmoves von Sterux zum Beispiel hier ein bisschen nervig sein könnten. Aber ja, da müssen wir gucken, dass wir das Ding vorher rausbekommen. Yanmega, klassisches Set hier mit Lebenorb und dem Temposchub als Fähigkeit einfach nur ein solider und schneller Damage-Dealer. Ja, das sind die drei Pokémon, die wir heute als Fan-Pokémon mit haben sozusagen. Ich suche schon mal nach dem Gegner für den Fall, dass es ein bisschen länger dauert. Mit Mega Meditalis, Roto, Morsch und Gengar habe ich probiert, das Team so ein bisschen besser auszubalancieren. Gengar wird vor allen Dingen praktisch sein, wenn Zoroark mit der Illusion ein Pokémon vorgaukeln will, denn die Sachen, die Gengar sehr effektiv treffen, wie zum Beispiel Psycho-Attacken, machen gegen Zoroark nichts und umgekehrt ebenfalls, also Kampfattacken werden wahrscheinlich nicht gegen Gengar eingesetzt. Deswegen könnten wir da vielleicht eine ziemlich gute Gelegenheit bekommen, ein kleines Setup zu fahren. Und ja, da müssen wir einfach gucken, wie gut das funktioniert. Auf jeden Fall mit der Illusion Gengar ein sehr, sehr gutes Pokémon. Auch allgemein Gengar ist super stark. Ich spiele es hier mit dem klassischen Birde-Set, also mit dem Örlich, mit der Birde, mit der Matschbombe und mit dem Verhöhnen, um einfach nur ein besseres Matchup gegen Stall-Sachen zu haben. Ja, da werden wir sicher gut mit hantieren können. Das Rotom in diesem Fall übrigens auch mit einem Walschall hatte ich auch super lange nicht mehr gespielt. Ich wollte es aber mal wieder ausprobieren. Ist wahrlich nicht das beste Set, aber ich glaube, ich kann damit den Gegner vielleicht das ein oder andere Mal überraschen. Und ja, ich frage mich, wo die Gegner bleiben. Ich suche schon die ganze Zeit. Normalerweise dauert das nicht so lange, aber keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es die Uhrzeit. Ich spiele normalerweise immer relativ spät nachts oder abends und heute mal ein bisschen früher. Ich bin ein bisschen früher von der Arbeit gekommen, da kann man auch ein bisschen was aufnehmen. Und ja, scheinbar schlafen noch alle. 90% der Gegner, die ich hier im Ranked Rumble habe, sind ja Japaner. Ich frage mich, wie spät es momentan in Japan ist. Vielleicht ist da gerade Schlafenszeit. Ah, wenn man vom Teufel spricht, beziehungsweise vom Oni. Mal wieder ein japanischer Gegner. Aber das finde ich okay, finde ich okay. Und er hat ein sehr interessantes Team mit. Und zwar bestehen aus Viscogon, Chillabel, Chateau heißt auf Deutsch. Plaudergei, genau. Durengard, Barnett und ein Käufer. Alles sehr, sehr stylische Pokémon außer Durengard. Deswegen gehe ich schon fast davon aus, dass er das mitnehmen wird in diesem Kampf. Sehr, sehr effektiv. Aber ansonsten geht das noch absolut klar. Der Gegner hatte auch ein 1500er Rating. Ich nehme also fast an, dass es sein erster Kampf hier im bewährten Kampfmodus sein könnte. Ja, was machen wir? Es bietet sich ja fast an, dass ich direkt zwei Fan-Pokémon vielleicht mitnehme, weil der Gegner nicht die super krassen Threats hat. Und da habe ich auf jeden Fall dann eine Gelegenheit, direkt zwei Pokémon ein bisschen besser zu präsentieren, die nicht ganz so stark sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Fan-Pokémon alle schwach sind, aber mit denen hat man es auf jeden Fall nicht ganz so einfach wie mit den ganzen OU und anderen Kram, den man sonst auf der rechten Seite meines Teams sieht. Die Frage ist, was ist hier ein potenzieller Threat neben dem Durengard? Durengard ist immer ein Problem. Aber ich glaube, womit ich ziemlich gute Karten habe, ist es mit Zoroark. Und ich werde es auch probieren, Zoroark mit Gengar zusammen zu paaren, beziehungsweise Gengar als letztes Pokémon auszuwählen, damit Zoroark als Illusion ein Gengar ist. Ich glaube, damit kann man auf jeden Fall ein bisschen was reißen, diesen Kampf. Und ich glaube, ich nehme dann noch Yanmega mit. Denn das wird guten Schaden machen und mit dem Temposchub wird es hier die großen Flats auch outspeeden können. Also sowas wie Chillabel ist halt problematisch. Plaudergei vielleicht auch noch, wenn es hier das Wahlglas trägt. Komm, wir nehmen einfach Yanmega mit und dann halt noch Gengar. Also Zoroark, Yanmega und Gengar. Zoroark kommt als erstes als Illusion von Gengar rein. Das heißt, wenn wir Glück haben, können wir da schon mal ein bisschen rumtricksen. Wir müssen einfach gucken, womit der Gegner leadet. Und vielleicht ist es ein Vorteil, vielleicht aber auch nicht. Mal schauen.
Und der Gegner fängt mit Viscogon an. Das ist akzeptabel. Ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, erstmal auf den Schwerthand zu gehen. Das Problem ist, der Gegner wird höchstwahrscheinlich drinbleiben, weil er die Offensivweste trägt und dann denkt er sich, haha, von Gengar kann ich jeden Shit tanken. Aber von Zorak glaube ich nicht, vor allem nach einem Schwertanz. Und da der Gegner keine Priorität hat, müssen wir da auch keine Angst haben, dass er uns irgendwie vorher killen kann, nachdem er den Fokusgurt angekratzt hat. Beziehungsweise ich glaube, er kann uns nicht mal auf den Fokusgurt runter reduzieren. Aber das beste Play an dieser Stelle wäre auf jeden Fall erstmal auf den Schwertanz zu gehen. Der Gegner ist sicher an dieser Stelle schon überrascht, wenn er gerade nicht auf dem Schirm hat, dass wir auch ein Zorak sein können. Aber einer von euch hat auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass ich ein physisch offensives Gengar spielen soll. Krass, das haben wir ja ziemlich gut getankt. Dafür, dass das Viscogon wahrscheinlich offensiv ist. Ja, jetzt ist die Frage, muss ich irgendwas predicten oder ich drücke einfach Abschlag? Was soll kommen? Was soll kommen? Das Viscogon ist tot und wenn er wechselt, dann ist das tot, was reingewechselt wird. Außer es trägt einen Fokusgurt. Aber wie gesagt, wir haben ja Priorität in Form von Tiefschlag. Insofern sollten wir safe sein und ich glaube, selbst wenn das Durengard einen Schattenstoß hat, sollten wir noch tanken, weil es resistiert wird. Wobei, man darf Durengard nicht unterschätzen, das Ding ist super stark und... Aber egal, Viscogon ist weg. Das reicht mir schon als guten Start. Und abhängig davon, was der Gegner noch so alles im Team hat, könnten wir vielleicht mit diesem Zorak sweepen. Wie gesagt, die offensiven Fähigkeiten des Gegners sind nicht so extrem, er hat Banette mit. Das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen predicten. Er könnte auf das Irrlich gehen. Aber ich glaube, wir verlieren nichts, wenn wir hier auf einen Abschlag gehen. Ich will nicht riskieren, dass er auf das Irrlich geht und unser Tiefschlag daneben geht. Insofern, ja. Banette könnte ebenfalls auf einen Schattenstoß gehen, aber ich glaube, das sollten wir auch überleben. Wie gesagt, die offensiven Fähigkeiten sind ungefähr mit Durengard gleichzusetzen. Ich glaube, ich sollte auch von Durengard einen Schattenstoß überleben. Der Gegner geht auf Schutzschild. Stimmt, macht Sinn, sonst hätte er mit den Statusattacken keine Priorität. Egal, wir bleiben dabei. Ich glaube, er wird zwar auf das Irrlicht gehen, aber egal, passt schon. Wir sind bei plus 2, das heißt, auf neutral sollten wir vielleicht auch schon hiermit killen. Aber wobei, es wird gefährlich. Krass, er geht auf Schattenstoß und nicht auf das Irrlicht. Überleben wir das? Überleben wir. Nice. Das sollte ein totes Banett sein. Das ist ziemlich cool. So, und jetzt hab bitte kein Durengard. Wenn er kein Durengard mit hat, haben wir gewonnen. Beziehungsweise Durengard muss auch Schattenstoß haben. Was ist das? Durengard, okay. Ich glaube, das beste Play an dieser Stelle, selbst wenn er einen Schattenstoß hat, ist es egal. Wir gehen hier auf den Tiefschlag, denn damit verliere ich nichts. Er kann das zwar runterstallen, beziehungsweise PP-stallen. Nice. Wunderschön. Krass. Zorak Sweep im ersten Match. Das hätte ich nicht erwartet. Aber ich freue mich. Wie gesagt, Tiefschlag wäre auf jeden Fall der beste Move gewesen, denn entweder geht er auf sein Königsschild, dann geht unser Angriff ja daneben, was auch ein Vorteil ist, weil wir uns dann selber nicht schwächen, oder er geht im schlimmsten Fall selber auf den Schwerttanz und ja, dann werden wir einfach weiter auf die Tiefschläge gehen, bis er selber angreift. Wir haben natürlich weniger PP, als er die Schwertänze hat, aber dann muss man halt ein bisschen predikten, wann man normal angreift und wann man auf den Schwertanz geht, auf den Tiefschlag geht. Insofern wäre alles noch cool gewesen und ja, schön. Erste Match direkt mit sehr viel Erfolg absolviert mit einem Zorak-Sweep, ohne dass wir die anderen Pokémon überhaupt benötigt haben. Das ist ziemlich cool, aber man muss auch sagen, wir hatten ziemlich viel Glück, was das Matchup angeht. Der Gegner hatte keine riesen Mega-Threats, außer, wie gesagt, Durengard ist halt immer problematisch, aber nach dem Setup waren die Karten eigentlich ziemlich zu unseren Gunsten und ja, schauen wir mal, was der nächste Gegner so alles bringen wird. Hoffentlich mit ein bisschen mehr Threats, damit es auch ein bisschen spannender wird, aber ich will mich mal nicht beschweren, wenn es nicht so ist. Das Ganze ist ja ein Fun-Format, das ist das Hauptsache. Es entsteht ein schöner, lustiger und vielleicht auch spannender Kampf. Da, mal wieder gegen einen Japaner ohne Herkunftsstadt. Mysteriös, mit einem ziemlich guten Rating, hat mit ein Skorgro. Das ist meine Meinung zu Skorgro. Was hat er noch mit? Ein Megaschlapper, ein Rotom Heat, ein Gyarados, ein Bisasflor und ein Durengard. Mal wieder, also auf jeden Fall ein viel gefährlicheres Team als das vom letzten Gegner. Megaschlapper, immer Riesengefahr. Durengard habe ich auch schon erwähnt. Bisasflor ist noch okay. Gegen Bisasflor habe ich tatsächlich zwei Pokémon mit. Und zwar sind das einmal Mega Meditalis und vor allen Dingen Janmega. Ich glaube, Janmega ist ja auch ein ziemlich gutes Pokémon, das ich mitnehmen kann. Gegen Durengard würde es zwar nicht ganz so viel machen können, aber für Durengard kann ich, glaube ich, ziemlich gut Gengar mitnehmen. Wenn er nicht den Schattenstoß hat, werden wir mit Gengar ziemlich viel machen können. Insofern ist das schon okay. Die Frage ist, Gyarados könnte noch problematisch sein.
Garados und Skorgro. Und mit beiden kommt mein Rotom ziemlich gut klar. Insofern will ich das Rotom, glaube ich, mitnehmen. Ist halt problematisch. Ich habe halt den Walschall drauf. Wenn ich das irgendwie in einer balkigen Variante mitgenommen hätte, wäre ich hier, glaube ich, viel, viel sicherer. Aber mit dem Walschall wird das schon sein. Vielleicht können wir das Garados überraschen unter Umständen und können dann auf einen Voltwechsel gehen und denken, er wird schneller sein, aber dann werden wir schneller sein und es besiegen können. Die Frage ist, mit welchen der Pokémon will ich leaden? Will ich direkt mit Gengar leaden? Oder na, mit Rotom kann ich mir halt relativ früh die Switch Advantage holen. Und ich glaube, er wird Skorgro nicht in das Rotom reinwechseln wollen. Machen wir es einfach. Wir leaden mit Rotom und nehmen dazu mit Janmega. Jetzt die Frage, Gengar oder Mega Meditalis? Ich glaube, ich nehme Gengar mit. Mega Meditalis wird halt so gut wie nichts gegen das Durengard ausrichten können. Und Gengar wird schon gut sein. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe ja wirklich, dass er Gyarados mitnimmt, dann irgendwann auf den Drachentanz geht und denkt, alles klar, gewonnen, ich kann hier sweepen, ich werde das Rotom mit einem Erdbeben besiegen, wenn ich mich mega entwickle. Aber dann wird die Überraschung kommen. Wir werden Walschall Rotom sein und dann mit einem Voltwechsel besiegen können. Okay, wahrscheinlich doch kein Mega-Garados, wenn er schon Bisaflor mitnimmt. Das Matchup ist eigentlich ziemlich bescheiden. Ich gehe hier auf einen Voltwechsel, um einfach sicher rauszukommen. Er könnte in Skorgo reinwechseln, aber eigentlich, ich meine, er muss davon ausgehen, dass wir einfach ein defensives Set sind, weil es einfach das Standard-Set ist. Und das wäre auch nichts, was zu seinem Vorteil ist, glaube ich, weil eine Hydro-Pumpe von einem defensiven Rotom wird immer noch wehtun. Okay, er bleibt drin, Mega entwickelt sich, geht vielleicht auf den Gigasauge, deswegen wechseln wir raus. Und jetzt die Frage, gehe ich auf Janmega oder gehe ich auf Gengar? Beide resistieren dem Gigasauger, aber ihr könnt natürlich auch auf eine Matschpumpe gehen. Oder auf die Egelsamen, aber das glaube ich nicht. Gengar oder Janmega? Janmega oder Gengar? Ist beides relativ viable, aber ich glaube, dass Gengar hier auf jeden Fall die bessere Wahl ist. Denn wir haben vor allen Dingen auch noch den Giftschleim drauf. Das heißt, wir würden den Schaden schon ziemlich gut kompensieren können. Das Einzige, wovor ich gerade Angst habe, ist, dass der Gegner auf den Schlafputer gehen kann. Denn mein Gengar ins Reich der Träume schicken, das wäre ein ziemlich guter Vorteil für den Gegner. Und das will ich nicht unbedingt. Aber Janmega will ich nicht riskieren. Wenn er auf die Matschbombe geht, wird das ziemlich guten Schaden machen. Deswegen komm, wir gehen hier einfach in Gänge raus und hoffen. Hoffen einfach mal, dass er nicht auf das Schlafpuder geht. Und wenn er auf das Schlafpuder geht, dann bitte nicht treffen. Mal gucken. Optimalerweise Gigasauger oder Matschbombe. Geht beides. Egelsamen. Okay, hätte ich nicht erwartet, aber das ist akzeptabel. Das ist akzeptabel. Jetzt ist die Frage. Gegner könnte protecten, wenn er so ein richtiges Arschloch-Set ist. Oder er wechselt raus. In beiden Fällen lohnt es sich am besten, hier einen Double-Switch in Janmega zu machen. Deswegen machen wir das einfach. Janmega wird ein ziemlich gutes Matchup gegen das Bisaflor haben. Und ich gehe nicht davon aus, dass er hier auf die Gift-Attacke gehen wird. Die wird einfach zu wenig Schaden machen. Er wechselt raus, sehr gut. Jetzt ist die Frage, in was? Bitte nicht in Rotom. Rotom würde nerven. Es ist natürlich Rotom. Kann mich mit beiden Step-Angriffen ziemlich hart treffen. Das ist ärgerlich, aber gehen wir erstmal auf den Scanner, um zu gucken, was er denn so alles mit drauf hat. Vielleicht kriegen wir eine Information, was für ein Set er sein könnte. Ich gehe davon aus, dass er ein defensives Set ist, aber vielleicht haben wir Glück und er revealed erstmal den Trickbetrug. Das wäre ein Riesenvorteil, aber ich glaube, selbst wenn er Gewahlschalt wäre oder Gewahlglast, würde er hier nicht das weitergeben wollen an Janmega vor allen Dingen. Insofern, ja, egal, wir verlieren nichts, wenn wir auf den Scanner gehen. Ich benutze Scanner übrigens nur über dem Schutzschild, weil ich noch nie die Animation gesehen habe und die ist jetzt auch nicht so toll gewesen. Da habe ich mich auf mehr gefreut, aber naja, egal. Denn die Kämpfe im Ranked Rumble sind nicht so lang, dass die PP wirklich wichtig sind. Wir müssen aber auf jeden Fall hier rauswechseln. Ich glaube, die einzige Option, die ich hier wirklich habe, ist mein Rotom. Gengar ist super wichtig, um noch irgendwie Chancen gegen das Bisaflor zu haben. Beziehungsweise mit Janmega kann ich da auch ziemlich guten Schaden machen. Aber Gengar ist da auf jeden Fall der sichere Gewinn. Denn mit dem Verhöhner kann ich da erstmal das Ding davon abhalten, auf Egelsamen zu gehen, auf Schlafbude, auf Synthese, was auch immer das noch so in seinem Set drin hat. Und ich resistiere beide Step-Angriffen und kann mit meinen Angriffen dafür ziemlich guten Schaden machen. Insofern Gengar hier auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und wir müssen in Rotom rauswechseln. Andere Optionen bleiben uns eigentlich nicht, deswegen
machen wir das einfach mal. Vielleicht spielt der Gegner ja nicht ganz so gut und geht nicht auf den Voltwechsel, sondern was weiß ich, Hitzekoller wäre jetzt natürlich perfekt. Oder Irrlicht wäre ebenfalls ziemlich praktisch. Mal gucken. Er geht tatsächlich aufs Irrlicht. Holy shit. Wieso tut er das? Der hat ja gesehen, was ich für Pokémon mit habe. Irrlicht hätte einfach kein Pokémon wirklich großartig viel ausgemacht. Ich habe ja kein physisch offensives Pokémon mit. Aber was soll's, ich nehme das Duncan dann und ich bin ziemlich sicher, dass der Gegner hier rauswechseln wird. Ich glaube, ich will tatsächlich aufs Irrlicht gehen. Weil denken wir mal drüber nach, entweder wechselt er in Bisaflor raus oder in sein drittes Pokémon, was unter Umständen ein Squirgle ist. Das wäre perfekt, weil dann können wir den Toxinub erstmal negieren. Aber er holt Durengard rein. Das finde ich okay. Ist zwar nicht das Traum-Matchup, weil Durengard auch spezialoffensiv gespielt wird. Insofern fehlt mir da leider ein Switch-In. Aber immerhin haben wir gut predicted und haben Durengard immerhin schon verbrannt bekommen. Das ist schon mal ein netter kleiner Bonus. Wenn es komplett physisch offensiv ist, dann ist es umso besser. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass der Gegner weiß, dass man Durengard lieber Mixed spielt. Und mir fehlt da auch leider ein guter Switch-In. Gengar kann ich hier nicht reinwechseln. Er wird entweder auf den Spukball gehen oder weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin tatsächlich gezwungen, hier Jan Mega nicht zu opfern, aber weiß ich nicht, Jan Mega wird erstmal ein bisschen leiden. Also wenn ich bin gewalscht, das heißt, ich muss auf jeden Fall rauswechseln mit Rotom, weil ich glaube, sonst verliere ich einfach zu viel. Und Rotom kann doch ganz praktisch sein, um das gegnerische Rotom Heat besiegen zu können. Insofern ist das, glaube ich, die beste Option, die ich habe. Ja, wir müssen auf Jan Mega. Vielleicht haben wir Glück und der Gegner ist komplett physisch offensiv. Das heißt, mit der Verbrennung sollte Jan Mega nicht so viel Schaden machen. Gengar will ich, wie gesagt, nicht riskieren. Deswegen Jan Mega. Damit werde ich auch klarkommen, wenn es weg ist. Aber ja, mal gucken, was der Gegner macht. Bitte, bitte, bitte. Physische Attacke. Taktikwechsel. Was wird kommen? Spukball. Okay. Gegner spielt es Mixed, das heißt, das wird ziemlich guten Schaden machen, aber es reicht nicht, um uns zu besiegen. Special Defense Drop, scheiß drauf, wir werden so oder so leiden. Jetzt die Frage, der Gegner weiß, dass wir den Scanner spielen. Ich glaube, er wird hier rauswechseln, weil er nicht noch einen Turn von der Verbrennung leiden will. Deswegen, ich glaube, ich werde angreifen. Normalerweise würde ich hier auf Scanner gehen, aber da der Gegner weiß, dass ich den Scanner habe, wird er auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, um rauszuwechseln. Und dann in Rotom und dann, weiß nicht, gegen Rotom kann ich auch nicht so viel machen. Deswegen greifen wir einfach mal an. So kriegen wir immer ein ganz kleines bisschen Schaden mit dem Air Slash, mit dem Luftschnitt. Mal gucken. Er greift an. Wieso? Vielleicht überleben wir das sogar. Krasses Überleben wir durch die Verwirrung. Yes. Ja, das war ein sehr, sehr seltsamer Play. Leider nehmen wir uns mit dem Leben-Ob jetzt raus, aber ja, ich bin erstaunt, wie viel Schaden der Luftschnitt gemacht hat. Natürlich, er ist nicht mehr in der defensiven Form. Insofern war der Play das Schlimmste, was der Gegner hätte machen können. Ein Switch-Out auf Rotom wäre, glaube ich, mit das Beste. Wobei, es kommt drauf an, wenn er weiß, dass das Durengard in dem Match nicht so viel gerissen hätte, Gengar hätte es besiegt. Ich glaube, er wollte das Durengard hier einfach opfern. Insofern ist das noch akzeptabel. Aber trotzdem, ich glaube, da hätte man besser spielen können. Die Frage ist, was hole ich rein? Hole ich Rotom rein oder hole ich Gengar rein? Ich glaube, Rotom macht am meisten Sinn, denn das brauche ich nicht unbedingt fit. Gengar schon eher, aber naja, wie gesagt, Rotom erstmal auf Wortwechsel gehen und leider kriegt der Gegner einen Switch Advantage, weil er das Durengard hier opfern wird, aber das ist okay. Er kennt ja meine beiden Pokémon, insofern werden wir da keine große Überraschung verlieren können und immerhin kann ich ihn dann so daran hindern, erstmal in seinem Bisaflor rauswechseln. Insofern, er wechselt raus. In was bitte? In Bisaflor sogar, okay. Der Play ist auch so ein bisschen suboptimal, weil ich jetzt die Switch Advantage bekomme. Durengard ist total nutzlos in diesem Kampf. Also bei so wenig KP und noch der Verbrennung, was will er da machen? Gengar besiegt es auf jeden Fall und der Schattenstoß wird nicht viel Schaden machen. Insofern, ja, scheiß drauf. Und wie gesagt, das Matchup Gengar gegen Bisaflor ist ultra gut in meinem Favor. Die Frage ist, ob der Gegner das weiß. Ich glaube, ich gehe hier erstmal auf den Verhöhner. Ich glaube, der Gegner weiß noch gar nicht, was für ein Set wir fahren und wird erstmal drin bleiben wollen und dann vielleicht ein bisschen rumstallen. Verhöhner? Bitte, bitte geh auf Egelsamen und so einen Scheiß. Oder Schlafpuder. Ich glaube, Schlafpuder wäre hier zu erwarten. Sogar Egelsamen. Okay, sehr gut. Nichts verloren, alles gewonnen. Das heißt, wir können, glaube ich, relativ safe hier auf eine Matschbombe gehen. Der Gegner könnte es natürlich predikten und in seinen Durengard rauswechseln, aber dann stirbt er höchstwahrscheinlich an der Verbrennung. Insofern ist das egal. Und Rotom wird ziemlich guten Schaden bekommen. Ich glaube, es ist sogar ein Two-Hit. Insofern, er wechselt raus. Okay. Wahrscheinlich hat er... Was hat er noch für Attacken?
Also er hat wahrscheinlich zweimal die Step-Attacken, Macho-Bombe und Gigasauger, dann offensichtlich die Igelsamen. Das war ziemlich Zitrusbeere. Okay, Gegner kennt noch nicht die Vorteile von Überresten. Wobei, hier gibt es ja eine Item-Clause, vielleicht hat die Überreste auf einen anderen Pokémon drauf, aber trotzdem Zitrusbeere. Beulenhelm wäre da einfach praktischer gewesen. Zwar nicht gegen mich, aber im Allgemeinen. Und das war ziemlich guter Schaden, muss ich sagen. Ich überlege, ob wir das Match schon gewonnen haben. Beziehungsweise welche Fehler wir noch begehen können. Das Problem ist, dass mich ein Hitzekoller ziemlich schädigen könnte. Vielleicht, wenn er teilweise offensiv orientiert ist, könnte es schon reichen, um Gengar zu besiegen. Das will ich nicht unbedingt riskieren. Ich wechsle, glaube ich, mal sicherheitshalber in Rotom raus. Denn das wird auf jeden Fall eine Attacke tanken können. Und dann müssen wir gucken, wie wir von dort aus weiterarbeiten. Das Problem ist, wenn er jetzt auf den Voltwechsel geht, dann in Bisaflor und dann mit Bisaflor auf das Schlafpuder. Er geht nochmal aufs Örtlich. Wieso? Lieber Gegner, was hast du an diesem Örtlich so gefressen, dass du immer das Ding benutzt über einen Voltwechsel? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Er wird nochmal rauswechseln. Ich gehe auf den Voltwechsel. Ich glaube nicht, dass er drin bleibt. Er muss noch realisieren, dass Rotom eine einigermaßen gute Chance gegen Gengar hat. Vor allen Dingen, wenn Gengar ein bisschen angekratzt wird, dann wird Hitzekoller auf jeden Fall reichen, um es zu besiegen. Deswegen, er wird es hier nicht opfern wollen. Wir gehen auf einen Voltwechsel. Höchstwahrscheinlich entweder wechselt er Durengard rein, um es zu opfern, oder sein Bisaflor, weil es einfach wenig Schaden bekommt. Aber dann können wir wieder Gengar reinholen. Insofern verlieren wir da nicht sonderlich viel. Wie gesagt, ich gehe einfach nicht davon aus, dass er mit Rotom drin bleibt. Was sind noch Gefahren in diesem Match? Ich will es nicht unbedingt verlieren, weil der Gegner so ein bisschen, suboptimal spielt. Er bleibt tatsächlich drin. Nein. Wobei er jetzt immerhin in der Range ist, dass eine Matschbombe reicht von Gengar, um es zu besiegen. Bitte geh nicht auf den Hitzekoller. Wenn der jetzt auf den Hitzekoller geht, dann nehme ich alles zurück, dann ist das der beste Spieler überhaupt. Voltwechsel, das ist okay. Das sollte weniger als 50% machen oder ein bisschen mehr als 50%. Krass. Rotom sind einfach so stark und Gengar ist einfach nicht stark genug. Aber wie gesagt, wir tragen den Giftschleim, das heißt, wir werden es ein bisschen wieder wegmachen können. Durengard passt schon, er wird vielleicht auf den Schattenstoß gehen. Was machen wir hier? Ich glaube, ich verliere nichts, wenn ich ihn Rotom rauswechsle, weil Gengar will ich halt so fit wie möglich haben und entweder greift der Gegner an und geht dann an der Verbrennung unter oder er wechselt raus. Aber ich glaube nicht, dass der Bisaflor rauswechseln wird. Aber weißt du, was ich schon? Der Gegner hat sich schon seltsam genug verhalten. So. Jetzt mal abwarten, was der Gegner macht. Okay, er greift dann bitte nicht auf den Spukball. Bitte. Okay, Schattenschuss. Perfekt. Das ist gut. Das ist gut. Das Durengard nimmt sich dann selbst raus. Und dann wird er höchstwahrscheinlich. Das Problem ist halt, dass das Bisaflor so ein bisschen mein Rotom auscountert, beziehungsweise ausschaltet. Und ich habe die ganze Zeit Angst, dass er auf das Schlafpuder geht. Schlafpuder ist richtig, richtig kacke. Wobei er immer noch nichts gegen meinen Gengar machen kann. Insofern haben wir immerhin eine Runde Zeit aufzuwachen. Insofern wäre das auch nicht so katastrophal. Will ich Rotom hier sacrificen oder gehe ich auf den Voltwechsel? Ich glaube, ich gehe lieber auf den Voltwechsel. Auf die Gefahr hin, dass der Gegner jetzt auf das Schlafpuder geht. Aber mit Rotom habe ich immerhin eine Garantie, um das gegnerische Rotom zu besiegen. Und ich bin nicht sicher, ob das gegnerische Rotom schon in einer Range ist, wo eine Matschbombe reicht von einem Gengar. Ansonsten hätte ich gesagt, dass ich Rotom hier einfach sacrifice, weil Gengar beide gegnerischen Pokémon hier handeln kann. Aber das wird schon, das wird schon. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir den vierten Move von Bisaflor nicht gesehen haben. Wenn das jetzt irgendeine super starke Attacke ist, die mir gerade nicht einfällt, dann... Okay, Igelsamen, das passt schon. Gehen sogar daneben. Alles klar. Dann haben wir dieses Match gewonnen. Wir können hier einfach Matschbombe spammen ohne Ende. Und werden damit sowohl das Bisaflor als auch das Rotom rausnehmen. Das einzige Problem ist halt wirklich, dass ich davon ausgehen muss, dass der Gegner das Schlafpuder hat. Der Gegner hat aber den Verhöhner schon gesehen. Ich glaube nicht, dass er sich trauen wird, jetzt nochmal auf den Statusmove zu gehen, vielleicht jetzt angreifen wird. Einfach nur um Gengar zu schwächen, um später mit dem Voltwechsel töten zu können. Ah, das ist schwer. Greife ich an oder gehe ich auf den Verhöhner? Um hundertprozentig sicher zu sein. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie der Gegner so tickt. Normalerweise in einem kompetitiven Match würde ich sagen, der Gegner wird auf jeden Fall angreifen, weil er weiß, dass ich den Verhöhner habe und deswegen wird er nicht riskieren, auf einen Stasis-Move zu gehen und eine Runde dadurch zu verlieren. Aber,
Komm, wir greifen einfach an. Wir haben bisher ziemlich gut predicted. Insofern sollte das alles klar gehen und wir den Gegner auch angreifen, sollten wir das auf jeden Fall gewonnen haben. Der Schaden ist gut. Ich glaube, eine zweite Maschbombe wird ganz knapp nicht reichen, aber seine wird auf keinen Fall reichen, um uns zu besiegen. Vor allen Dingen, wie gesagt, Giftschleim sollte den Schaden noch geringerer halten. Und ich glaube, das ist eine zweite gewonnene Runde, was sehr, sehr schön ist. Wir müssen einfach weiter Maschbombe spammen. Selbst wenn wir mit irgendwelchen Todescrits jetzt besiegt werden sollten, Rotom wird den Rest schon handeln, denn eine Hydropumpe wird zwar resistiert, aber trotzdem, wir sind komplett speziell offensiv. Das heißt, okay, er wechselt sogar nochmal raus. Das heißt, es ist auf jeden Fall gewonnen. Das Rotom wird es höchstwahrscheinlich sogar noch sterben. Insofern, ja, schön, schön, schön. War jetzt zwar nicht das kompetitiv stärkste Match, das wir jemals gesehen haben, aber wir müssen ja erstmal in den höheren Elo-Bereich kommen. Wie gesagt, in der letzten Folge habe ich schon angemerkt, dass die Ladder wieder resettet worden ist. Das heißt, wir müssen uns wieder zu den guten Spielern hochspielen. Aber wenn wir nebenher auch mit einem coolen Team andrehen können, also mit einem leichten Handicap und dann auch nur gewinnen, dann macht das die Ranked Rumble-Folgen doch schon ziemlich sehenswert. Und für kompetitive Sachen gibt es ja die normalen Wi-Fi Battles Competitive Corner Folgen, werden ja auch noch kommen. Insofern glaube ich nicht, dass man sich da zu sehr beschweren sollte. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Überleitung auf ein Thema, das ich eigentlich ansprechen wollte. Ranked Rumble bietet sich ja an, so ein bisschen ja Smalltalk zu führen. Und es gab ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, dass Leute aufgemuckt haben im Kommentarbereich beim letzten Triforce Heroes Part. Also ich mache ja momentan ein Let's Play mit Scarlet und Shiro zusammen, The Legend of Zelda Triforce Heroes, was allgemein, glaube ich, ziemlich gut angekommen ist. Natürlich gucken nicht so viele Leute die Let's Play-Parts wie die Wi-Fi-Battles. Das war mir auch von Anfang an klar, dass ein komplett anderes Zielpublikum sozusagen ist. Und ich habe da auch vollkommenes Verständnis. Ich will die Leute nicht zwingen, hey, wenn ihr Wi-Fi-Battles guckt, guckt auf jeden Fall auch die Zelda- oder Donkey Kong-Parts. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es wirkt so ein bisschen in den Kommentaren jedenfalls, dass die Leute Angst haben, dass diese Let's Plays die normalen Wi-Fi-Kämpfe oder Competitive Corner, halt Pokémon-Videos, ablösen werden, was absolut nicht der Fall ist. Das habe ich irgendwie schon 10.000 Mal gesagt, in Kommentaren, in den Videos selbst, dass es einfach nur zusätzlicher Content ist. Es wird weiterhin Ranked Rumble geben, Wi-Fi Battles, Steve's Competitive Corner. Das wird alles super unabhängig von den Let's Play Projekten produziert, denn man muss ganz ehrlich sagen, Wi-Fi-Kämpfe oder quasi der ganze Pokémon-Content ist ungefähr vom Aufwand her 10-mal mehr als jedes Let's-Play-Projekt. Das heißt, ihr müsst euch da absolut keine Sorgen machen, dass mich diese ganzen Let's-Play-Projekte von dem Pokémon-Content ablenken. Ich meine, erst wenn wir 10 Parts von dem Zelda-Let's-Play haben, ist es quasi so viel Zeit reingeflossen wie in ein Wi-Fi-Battle oder in eine Folge Competitive Corner oder so. Insofern, wie gesagt, da bitte das nicht unbedingt bei den Diskussionen als Argument aufwenden, denn das funktioniert nicht wirklich gut. Und vielen Leuten macht das Projekt auch Spaß. Insofern vermiest das einfach den anderen Leuten nicht. Im Grunde ist es genauso, falls ihr Chicken Nuggets nicht mögt, aber alles andere bei McDonald's, dann boykottiert ihr ja McDonald's trotzdem nicht bloß, weil es ja auch noch Chicken Nuggets für die Leute anbietet, die das mögen. Insofern, ihr bekommt ja das, was ihr wollt, und zwar diese ganze Pokémon-Content, und andere Leute, die auch die Zelda-Parts mögen, sind auch glücklich. Insofern, wie gesagt, da gewinnt einfach jeder. Und ich würde das wahrscheinlich verstehen, wenn ich die Abo-Box sozusagen mit den Zelda-Videos voll spammen würde, dass die ganzen Leute einfach da davon überwältigt werden, aber es kommen ja maximal alle 2 Tage kommt ein Zelda-Video, insofern ist das nicht wirklich auch ein Argument. Aber bevor wir hier zu viel Zeit in der Diskussion verlieren, wir haben einen Gegner gefunden, der ebenfalls ein sehr starkes Team mit dabei hat, mit Azumarill, mit Kangama, mit Kapilz, mit einem Knackrack, ein Quajutsu und einem Flunkiefer. Super stark, sehr, sehr viele Threads und oh, ich habe nicht so viel Zeit, mir jetzt irgendwie was zu überlegen. Ich will auf jeden Fall Rizeros mitnehmen, auch wenn es hier eigentlich ziemlich gelitten hat gegen viele Threads, gerade gegen sowas wie Kapilz, gegen Azumarill und gegen das Quajutsu. Aber egal, wir nehmen es auf jeden Fall mit. Wir werden leaden mit Rotom, ist glaube ich am praktischsten. Und ich hoffe einfach mal, dass der Gegner mit seinen Knackrack leadet, denn dann können wir schon mal mit der Hydropumpe zum Two-Hit ansetzen. Wir werden ja schneller sein mit dem Warschall. Was nehmen wir mit Rizeros auf jeden Fall? Und das letzte Pokémon, ich glaube, ich nehme diesmal, das ist Mega Meditalis hier gut. Ich probiere es einfach mal, ich bin einfach zu sehr im Stress. Mega Meditalis wird schon gut sein, hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Power. Und damit haben wir auch noch die Option, das Mega Kangama zu besiegen. Wobei, wenn er den Tiefschlag noch mit dem Set hat, dann wird es ein bisschen gefährlich, weil wir erstmal den Mogelheber abbekommen und dann Tiefschlag. Dann, ach ja, schadenstechnisch. Müssen wir einfach gucken, wie wir auskommen. Auf jeden Fall leaden wir erstmal mit Rotom, hoffentlich. Perfekt, Knackrack, sehr gut predicted. Das heißt, wir können zweimal auf Hydropumpe gehen. Das Problem ist, dass er das sehen wird, dass wir gewahrschaltet sind. Und dann kann er entweder ein Quajutsu rauswechseln oder ein Kapilz. Wobei diese auch ziemlich guten Schaden bekommen sollten mit der Hydropumpe. Wird zwar resistiert, aber beide Pokémon sind relativ fragil. Und wenn man ein Rotom komplett offensiv spielt, wird der Schaden sich auf jeden Fall sehen lassen. Insofern,
verlieren wir da, glaube ich, nicht, wenn wir hier auf die Hydropumpe gehen. Wir könnten auch auf das Örlich gehen, aber dann sind wir auf jeden Fall gezwungen, rauszuwechseln. Und wenn der Gegner auf den Schwertanz geht und so weiter und so fort, dann wird es kritisch. Ich glaube, Hydropumpe ist tatsächlich der beste Play. Ich gehe gerade im Kopf nochmal alles durch, was passieren könnte, aber nein, Hydropumpe wird schon das Beste sein. Ich glaube, ich beiß mir gerade Selbstwissen in den Arsch, dass ich Mega-Meditals genommen habe und nicht Gengar. Gengar wäre eigentlich super praktisch in diesem Matchup gewesen. Wieso habe ich nicht an Gengar gedacht? Mein erster Impuls war Azumarill, einfach mit dem Aquajet wird es das Gengar One-Hitten, aber das ist ein Matchup von vielen. Apropos Matchup, wir haben gerade ein ziemlich gutes Matchup, weil wir das Knackhack hier rausnehmen können. Nice, das heißt, wir haben schon mal die Hydropumpe Mist. Nein, das ist kacke. Das ist echt kacke. Das wär so schön gewesen. Knackrack ohne Schaden rausgenommen. Aber wieso muss Hydropumpe jetzt missen? Das ist echt bitter. Vor allen Dingen, ich habe jetzt ein Riesenproblem. Ein gigantisches Problem. Ich muss hier in Rihornio rauswechseln, weil Meditalis wird leider langsamer sein als das Knackrack. Und ich muss jetzt einfach beten, dass wir ein plus zwei Wutanfall tanken. Dann kann ich auf die Steinpolitur gehen und dann mit einem Erdbeben das Knackrack rausnehmen. Und dann muss ich auch noch beten. Moment, hat er überhaupt Pokémon, die keine Prioritätsattacken haben? Azumarill hat eine. Kapilz hat eine. Kangama hat eine. Alle haben eine. Selbst Mega Flunkiefer hat eine mit einem Tiefschlag. Aber okay, immerhin haben wir einen Wutanfall getankt. Das heißt, Knacker kriegen wir hier raus. Außer der Gegner predicted jetzt und wechselt sofort in seinen, was weiß ich, raus. Aber ich bin gerade ein bisschen salty, dass die Hydropumpe gemisst hat. Echt bitter. Aber immerhin, wir gehen nicht zugrunde an der Rauhaut von Knacker, weil wir das Erdbeben mit im Set haben. Und wir haben Überreste. Vielleicht sind die Überreste wichtig. Wenn der Gegner jetzt, ja wobei, er wird Azumarill haben. Auf jeden Fall wird er Azumarill haben. Das bietet sich einfach so gut an. Mit Knackrack zusammen. Was holst du rein? Kapilz ist ebenfalls schlimm. Ich glaube, ein Tempo-Hieb wäre mir. Aber wir können auch nicht rauswechseln. Weil Rihornio wird in diesem Kampf nichts mehr machen. Wenn er nicht den Speed-Boost von Steinpolito bekommt. Wir bleiben einfach drin. Vielleicht overpredicted er ja und geht auf die Pilzspore, weil er mit dem Switchout in Gengar rechnet, wobei, ja, keine Ahnung. Wir greifen einfach an, hier Ice Heap in die Fräse einfach und einfach hoffen, dass er nicht auf den Tempo Heap geht. Dann sollte das auf jeden Fall noch eine ziemlich gute Gewinnchance bedeuten. Nein, der Tempo Heap wird, glaube ich, auf jeden Fall reichen mit Techniker Boost, auch wenn wir hier Solid Rock als Fähigkeit haben. Ja, das könnte, wobei es ist abhängig davon, was sein letztes Pokémon ist. Mit Meditalis kann ich hier noch einigermaßen was reißen, denn erstmal hier den Mogelhieb raushauen und dann einfach finishen. Und dann ist es einfach nur wichtig, was das letzte Pokémon des Gegners ist. Ich habe ein bisschen Angst. Flunkiefer kriege ich nicht besiegt. Mega Kangama könnte ich noch besiegt bekommen, wenn er nicht den Tiefschlag mit dem Set hat. Das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten ist das Match verloren. Leider Azumarill und so weiter und so fort ebenfalls sehr, sehr problematisch. Ja, schauen wir einfach mal. Mogelhieb, easy. Wie viel Schaden macht das? Ziemlich gut. Krass, vielleicht hätte ich Mega Meditalis schon in Knackhack reinwechseln sollen und dann mit dem Mogelhieb finishen. Wobei, ich glaube, Mogelhieb hätte gegen gegen Knackhack nicht gereicht. Ich hätte ein bisschen Rauhautschaden kassiert. Aber egal, was passiert ist, passiert. Was mich halt super ärgert, ist die Hydropumpe, die gemisst hat. Oh, mit der Hydropumpe-Treffer, das wäre so das lockere Match gewesen. Ich hätte mich echt gefreut. So, die Frage ist, gehen wir hier auf den Turmkick oder auf den Zen-Kopfstoß? Ich glaube, ich gehe lieber auf den Turmkick für den Fall, dass er rauswechselt. Weil dann kriegen wir auch noch das Flunkiefer neutral immerhin getroffen und nicht resistiert. Ich überlege gerade, was er noch in seinem Pool drin hat. Der Azumarill, das resistiert zwar, aber ich glaube nicht, dass der Azumarill hier reinwechseln wird. Deswegen, ich glaube, mit Turmkick stehe ich besser da, wenn ich das einsetze. Bitte triff, okay. Das wäre jetzt noch bitter gewesen, wenn der Turmkick daneben gegangen wäre. Mich wundert, dass er hier nicht nochmal auf den Tempo-Hieb gegangen ist. Aber das passt schon. Immerhin, leichte Hoffnung ist da. Bitte zeig mir Mega Kangama und bitte zeig mir nicht den Tiefschlag. Das ist gut. Das ist echt gut. Er wird zwar Mogel hieben, aber dann haben wir immer noch eine Chance, dass er nicht den Tiefschlag hat und dann müssen wir das Speed-Teil gewinnen. Mega Kangama ist doch auch Base 100, wie Mega Meditalis. Ich glaube schon. Also, eine kleine, geringe Chance haben wir noch. Der Mogelhieb wird leider, glaube ich, schon fast 50% machen. Wenn nicht, dann knapp darunter.
Ja, okay, das ist viel Schaden. Ja, jetzt kommt's drauf an. Hat er den Tiefschlag im Set? Die große Frage. Unsere Wahl ist super einfach. Wir gehen auf den Turmkick und dann müssen wir einfach Daumen drücken. Komm schon. Nein, er ist schneller. Er hat das Speed-Teil auch noch gewonnen. Krass. Krass. Es war eine 50-50-Chance, diesen Kampf noch zu gewinnen. Er hatte scheinbar keinen Tiefschlag im Set. Bitter. Ja, da wollten die Ahnen auf jeden Fall, dass wir dieses Match verlieren. Einmal Hydro-Pumpe, super wichtig gewesen. Und hier ist Speed-Teil verloren, ebenfalls super wichtig gewesen. Aber egal. Das Ganze, wie gesagt, einfach nur ein Fun-Format. Und wir hatten ja ein leichtes Handicap. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich hätte besser spielen können. Unter Umständen hätte ich es probieren sollen, mit dem Mogelhieb das Klackrack zu töten, mit dem Mega-Meditalis. Wobei, nee, dann hätte ich einfach mit Rihornio nichts gemacht, weil dann hätte er das Kapilz reingewechselt. Ja, wobei, nee, Kapilz hätte Rihornio auf jeden Fall besiegt. Insofern weiß ich nicht. Schwer zu sagen, auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich. Aber trotzdem drei sehr, sehr schöne Matches, wie ich finde. Die ersten zwei halt kompetitiv nicht wirklich das Höchste. Aber es war trotzdem erfrischend, ein paar selten genutzte Pokémon in Aktion zu sehen. Und wenn ihr euer Lieblings-Pokémon in Aktion sehen wollt, dann schreibt das so bitte in den Kommentarbereich. Dort wird es einen Post von mir geben und dort einfach reinschreiben, was euer Lieblings-Pokémon ist. Optimalerweise auch mit einem Set, damit ich da direkt einen kreativen Input habe. Und wo wir schon beim Thema Sets sind, in der Videobeschreibung sind natürlich alle Sets der Pokémon, die ich heute mitgenommen habe, aufgeführt. Ebenso mein Twitter-Link, mein Freundesgut und so weiter und so fort. Deswegen ein Blick lohnt sich da auf jeden Fall. Und um mein Thema abzuschließen, das ich vorhin angesprochen habe, wegen den Let's Play-Projekten und so weiter und so fort. Wie gesagt, ist das Ganze wirklich nur zusätzlicher Content, der absolut gar keine Auswirkungen auf die Pokémon-Projekte hat. Also wirklich da bitte keine Sorgen machen. Das Ganze ist auch keine Kritik an die Leute, die ein bisschen was Negatives in den Kommentarbereich geschrieben haben. Ich finde das sogar ziemlich gut, dass Leute sich immer noch kritisch äußern wollen, nicht alles durch eine rosarote Brille sehen, denn das zeigt mir so ein bisschen, wie ihr da draußen tickt, wie ich mich ein bisschen verbessern kann, dass wirklich alle Leute zufrieden sind. Wahrscheinlich war das Problem, dass ich die Let's Play-Videos zu schnell hintereinander hochgeladen habe, beziehungsweise freigeschaltet habe. Wenn ich das so ein bisschen mit den Pokémon-Sachen durchmische, wird das sicherlich den Leuten nicht ganz so auffallen, dass es auch noch Nebenprojekte gibt. Insofern ist das auf jeden Fall etwas, auf das ich in Zukunft ein bisschen mehr achten werde. Aber wie gesagt, nimm das Ganze nicht ganz so ernst. Ich bin sicher, wir werden alle super zurechtkommen, alle werden glücklich sein. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bitte in die Kommentare schreiben, welche Pokémon ihr gerne im nächsten Part sehen wollt. Und ich werde gucken, dass ich die mitbekommen werde. Können tun sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Macht's gut und bye bye.